Bürgerinnen und Bürger aus der Europäischen Union sind auf Unionsniveau direkt am Europäischen Parlament vertreten. So steht es an der Verfassung von der Europäischen Union. Das klingt auch ganz gut. Aber was heißt das dann eigentlich? Das bedeutet, dass das Europaparlament ganz direkt die Interessen von den europäischen Bürgern vertritt. Die Interessen von den Staaten gehen von den Ministern am EU-Konseil vertreten. Es sind also vor allem die Europadeputierten, die sich allgemein um Bürger kümmern. Sie sind sozusagen die Brücke zwischen der politischen Meinungsbildung daheim und den wichtigen Entscheidungen hier zu Brüssel. Und das machen wir hier im Parlament nicht nur durch Reden, sondern vielmehr durch eindeutige Beschlüsse. Wir forcieren die anderen Institutionen, die Interessen der Bürger zu berücksichtigen und couragiert bei ihren Projekten und Ideen zu sein. Dabei geht es auch um Geld. Das ist ja immer Budgetsrecht als Königsrecht vom Parlament. Und effektiv sind Budgetsdecisionen die, wo klar Akzente gesetzt an Politik gestaltet werden. Von dem Königsrecht möchte das Europäische Parlament auch Gebrauch. An der letzten Sitzungswoche haben wir dezidiert, 473 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen, für junge Leute bei der sich noch enger Erbisch zu unterstützen. Auch Bauern, die unter dem russischen Embargo auf Lebensmittel und unter den niedrigen Milchpreisen leiden, sollen 500 Millionen Euro mehr auf Beihilfe kriegen. Daneben haben wir die Investitionen an Forschung und an Entwicklung gestärkt. Wir werden die Kürzungen, die die Regierungen entgegen ihre Versprechen machen wollen, an Höchst von 1,3 Milliarden Euro komplett ausgleichen. Den Schwachen helfen, an die Zukunft, an die Jugend, an die Bildung investieren, das sind also klar Prioritäten. Das wünschen sich die Europäer, auch an das erwarten sie von der europäischen Politik. Nach als die definitive Decision über das Budget nicht gefallen, aber jetzt sind wir an der Prozedur, wo das Parlament hart als Sack mit der Kommission und dem Konseil verhandelt, für die Interesse von den Bürger sich ersetzt und dafür sorgt, dass wir ein ordentliches Budget für 2016 kriegen. Ein anderer Bereich, wo in deutlich gesagt wird, deputiert hier Bürger vertreten, ist der von der Umwelt. Hier hat das Parlament für einen kurzen Proposal für ein Direktiv über den Ersatz von gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln carrément refusiert. Proposal von der Kommission waren nicht gut. Der Schutz für unsere Gentechnik ist als nicht durchgegangen. Die Europäer am Allgemeinen und wir Lützebäuer am Speziellen wollen kein Gen-Lebensmittel umteller. Dafür sorgen meine deputierten Kollegen nicht dafür, dass Proposen, die an die falsche Direktion gehen, gestoppt gehen. Beim Thema Umwelt erwartet uns aber schon der nächste Streit. Das Parlament hat 2007 zusammen mit dem Konseil ganz ambitiöse Ziele angeholt, was die Emissionen von den Autos angeht. Das gilt auch für das Stickoxid. Am Gesetz als vorgesehen, dass ein Komitee von Experten aus den Mitgliedstaaten technische Anpassungen machen kann. Am Jargon wird das Komitologie genannt. So weit, so gut. An der Suite vom VW-Skandal probieren die Mitgliedstaaten aber nur über DW notrechtlich Grenzwerte, das Doppel zu erhöhen. An die Autolobby aus den großen Mitgliedstaaten hat bei der Regierung ein Gehör gefunden. Die Ministerien bereden öffentlich eine große Umweltkonferenz zu Paris für, an Hannenerem generieren sie Umweltverschmutzung. Das möchte mich immens rosen, weil hier gehen Hannedieren für nicht ganz proper Tricksereien genutzt. Das kann das Parlament sich nicht gefallen lassen. Gegen so eine Praxis muss man ein Veto erlehen, weil Grenzwerte sich schließlich am Gesetz angesetzt. Und sie sind angesetzt, die Bürger zu beschützen. Änderungen können dafür nicht mehr just gehen, wenn an einer normalen, richtigen Gesetzesprozedur diskutiert, argumentiert, verhandelt und dezidiert wird. Wie gesagt, das Parlament muss besonders aufmerksam sein, wenn es um die Kontrolle von Kommission und Konseil geht. Wir passen auf, dass die Interessen der Bürger berücksichtigt gehen
dass transparente Decisionen unterschleien und dass europäisch Allgemeinwohl erhalten bleibt. Wir sorgen also dafür, dass Europa ein Europa von den Bürgern ist und bleibt.